Servus zusammen, Gabi hier, XT-Redakteur bei MTB News. Ich habe heute das brandneue Trek Supercaliber bei mir, das wir die letzten Wochen testen durften. Und hier erfahrt ihr jetzt, was wir alles rausfinden konnten. Ja. 2019 hat das Trek Supercaliber ganz schön viel Aufsehen erregt. Man erinnert sich gern an die ganz schönen Abdeckungen, die Yolanda Neff und Co. in dem Trek Factory Team durch den Weltcup gefahren haben. Auf jeden Fall wurde das Rad damals mit ganz viel Tamtam neu vorgestellt und hat mit der linearen Führung vom Hinterbauer ganz viel Aufsehen erregt. Jetzt hat das Trek seine erste Evolutionsstufe im Lebenszyklus quasi hinter sich. Das erste Update kommt. Es gibt eine neue Geometrie, einen etwas veränderten Hinterbau mit einem neuen Dämpfer. Und Trek führt auch zum ersten Mal eine SLR und SL-Version ein, also zwei unterschiedliche Rahmenkonstruktionen, die preislich und auch vom Carbon-Layup sich unterscheiden. Optisch erkennt man am neuen Hinterbau vom Trek vor allen Dingen eine Änderung, und zwar prangt da nicht mehr das Logo von Fox, sondern RockShox auf dem Dämpfer drauf. Und das hat den Hintergrund, dass eben der Dämpfer, der unter dem Namen IsoStrut 2019 eingeführt wurde, jetzt von RockShox kommt und nicht mehr von Fox. In Zusammenarbeit mit dem Trek Factory Racing Team wurde ein neuer Dämpfer entwickelt, der nun jetzt auch ein bisschen mehr Hub hat. Was bedeutet das konkret? Der Dämpfer hat nicht mehr nur 60 mm Federweg, sondern 80 mm nun. Und zudem ist die Hinterbaukinematik ein bisschen angepasst worden. Die ist jetzt zunehmend linear gestaltet, war davor etwas degressiver ausgelegt und soll damit einfach mehr Möglichkeiten in den Abfahrten bieten. Das Konzept des Hinterbaus ist identisch geblieben zum Vorgänger. Das Rad ist weder klassisches Fully noch Hardtail, kommt also ohne Umlenkwippe aus, hat einen großen Umlenkpunkt am Tretlager. Das ist alles nur möglich, weil das Rad flexende Sitzstreben hat und somit quasi ein klassisches Fully imitiert. Das Ziel des Ganzen ist quasi, die Vorteile beider Welten zu vereinen, also Cross-Country Fully und Cross-Country Hardtail. Man möchte halt möglichst wenig Antriebseinflüsse haben, aber gleichzeitig die maximal mögliche Performance bergab und den maximal möglichen Komfort für die Rennstrecke zu ermöglichen. Eine grundlegende Änderung des neuen Trek Supercalibers betrifft die Geometrie, die in vielen Bereichen so ein bisschen an die aktuellen Trends auf dem Markt angepasst wurden. Einfach mit dem Hinblick darauf, dass die Cross-Country-Rennstrecken anspruchsvoller werden und mehr von den Fahrerinnen und Fahrern verlangen. Das heißt, dass vor allen Dingen der Lenkwinkel flacher wurde. Es sind 1,5 Grad weniger, weg, also von 69 Grad hin zu 67,5 Grad. Das ganze Rad wurde zudem ein bisschen auch länger gestaltet. Die Kettenstreben sind gewachsen auf 435. Grundsätzlich bleibt aber im Vergleich zu manch anderen klassischen Race Fullies eine eher kürzere Geometrie erhalten. Das hat mit unter anderem damit zu tun, dass es einen eher moderaten Reach von 460 mm in L hat. Was dann auf jeden Fall noch zu erwähnen ist, ist das sehr racige und tiefe Cockpit, das sich beim Trek Supercaliber durch ein sehr kurzes Steuerrohr ergibt. In dem Fall haben wir jetzt hier bei Rahmengröße L 100 mm, kleinere Rahmengrößen sind sogar bei 90 mm Steuerrohr. Zum Vergleich: typische XC-Fullies haben eher sowas wie 115 mm an Steuerrohrlänge. Ein Wort zu den Modellen und zu der angesprochenen Änderung bezüglich der verschiedenen Rahmenoptionen. Wie gesagt, es gibt jetzt eine SLR und eine SL-Variante. Die SLR-Variante steht in dem Fall für Super Light Racing und kommt damit deutlich leichter daher als jetzt die SL-Variante. Die wesentlichen Unterschiede bestehen natürlich dann in den Carbon-Layups, die einfach teurere Carbonfasern verwenden und dadurch auch leichter sind. Gleichzeitig kommt der SLR-Rahmen ohne innen geführte Leitungen. Das hat den Hintergrund, dass man bei Trek davon ausgeht, dass vor allem elektronische Schaltungen zum Einsatz kommt und ohne Knockblock, also Lenkeranschlagsschutz, wie man sehr gut hier sehen kann. Letzten Endes
ist der Unterschied zwischen den zwei Rahmen dann ein Gewichtsunterschied von rund 200 Gramm und ja, macht natürlich auch preislich einfach dementsprechende Unterschiede. Das Trek Super Kaliber Lineup startet bei 4000 Euro in der etwas schwereren SL-Variante und geht bis stolze 11.500 Euro, sprich 23.000 Mark. Und das ist genau dieses Modell, was wir auch getestet haben, mit allen Komponenten, die man sich so wünschen mag. Elektronischer XX-Axis Transmission und Carbon-Laufräder von Bontragern und einer Dropper-Post von Fox Transfer SL. Und damit soll es das jetzt gewesen sein mit den Details. Und wir schauen mal, was das Rad auf den Trails so kann. Ja, ihr habt gesehen, Bedingungen waren nicht die besten heute beim Testfahren. Aber wie im gesamten Testzeitraum eigentlich hat sich das Trek Super Kaliber eigentlich relativ gut geschlagen. Wie fällt das Fazit jetzt aus? Wir haben ganz viel verschiedene Dinge ausprobiert und stellen fest, dass eigentlich die Grundcharakteristik des Rades relativ identisch ist zum Vorgänger. Das Rad ist sehr, sehr spritzig, sehr, sehr agil und wie man eigentlich vermuten würde mit dieser Auslegung zwischen Cross Country Fully und Cross Country Hardtail, bewegt sich es auch immer noch in dieser Welt. Es ist auf der einen Seite weder Fisch noch Fleisch, auf der anderen Seite dafür erfüllt es oder rutscht es in eine Nische rein, die kaum ein anderer Hersteller so bedient. Das heißt, dass es bergab in gewisser Weise limitiert ist im Vergleich zu klassischen Race Fullies. Nichtsdestotrotz bietet es ganz viel mehr Reserven als ein typisches Race Hardtail. Das war schon früher so, bei der ersten Version des Rades ist es weiterhin so. Jetzt aber zum direkten Vergleich. In dem Moment fällt schon auf, dass das neue Rad wesentlich mehr Möglichkeiten bietet als das Vorgängermodell. Das hat mitunter mit dem flacheren Lenkwinkel, mit der moderneren Geometrie zu tun, aber natürlich auch mit dem zusätzlichen Plus an Hub im Federweg des Dämpfers. Zur gleichbleibenden Grundcharakteristik des Rades gehören auch zwei Eigenschaften, die jetzt bei der zweiten Version des Superkalibers auch weiterhin in ziemlich identischer Form, tendenziell sogar in verbesserter Form vorhanden sind. Und das ist zum einen einfach die sehr spritzige, agile Fahrweise des Rades und zum anderen die sehr, sehr rennlastige Auslegung des Rades. Rennlastig bedeutet in dem Fall dieses sehr, sehr tiefe Cockpit. Das ist definitiv für den einen oder anderen etwas gewöhnungsbedürftig, der das nicht gewohnt ist. Aber insbesondere die Personen, die mit dem Rennfahren aufgewachsen sind, die dürften sowas lieben. Zusätzlich ist das Superkaliber weiterhin sehr, sehr stark im Anstieg in der Effizienz. Kaum ein Rad auf dem Markt ist so, so sicher auf den Trails, was Traktion angeht, was Grip angeht und sorgt auf dem Trail für so viel Beschleunigung. Gerade wenn kleine Wurzeln, kleine Steine auf dem Weg sind und man dann in den Wiegetritt geht, dann ist einfach ständig die Traktion da und es geht super gut bergauf. Zusätzlich kommt natürlich das sehr, sehr konkurrenzfähige Gewicht dazu, das das ganze Rad natürlich auch sehr, sehr schnell macht. Wenn man alles zusammennimmt, ist das Superkaliber ein Rad, das für die Rennstrecke gemacht ist und da halt eigentlich auch nicht viel, viel drumherum. Jemand, der viel auf den Trails unterwegs ist, der sollte sich definitiv nach einem anderen Rad umschauen. Aber für ganz, ganz viele Rennstrecken, es sei denn, es ist jetzt gerade Mont-Saint-Anne oder auch Nove Mesto mit ganz vielen Wurzeln im Weltcup, ist dieses Rad eigentlich perfekt geeignet, weil es einfach diese Welten vereint zwischen Hardtail und Race Fully. Und das war damals schon so, als die erste Version des Rades auf den Markt gebracht wurde. Und das ist bei der zweiten Version noch besser geworden. Und die Evolution macht auf jeden Fall Sinn und es sind ganz viele positive Aspekte in das neue Rad eingeflossen. Ja, das war's vom Test zum Trek Super Kaliber. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen, lasst die gerne in den Kommentaren da. Schaut gerne auch in den Artikel auf MTB News. Dürft auch gerne da eure Fragen stellen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, falls es euch gefallen hat.